Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu Until Dawn. Und ja, ich weiß, ich habe viele Projekte, aber Until Dawn ist eins, was ich schon seit längerem machen möchte. Und ich habe das heute per Zufall im PlayStation Plus Paket gesehen, was ich eigentlich nie habe. Aber dafür dachte ich, ich hol's mir. Es war dadurch halt kostenlos und nicht lang schnacken, sondern Kopf in den Nacken und wir wollen direkt anfangen. Sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verkleidet? Erna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, Erna. Ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Nur wir wären jetzt hier. Josh? Okay. Dann wollen wir mal. Die haben ein bisschen zu viel Soffen. Die pinchen an der Theke. So. Tutorial! Benutzen Sie den rechten Stick, um sich umzusehen. Jo. Und damit laufe ich. Damit kann ich mich so ein bisschen umgucken. Da blinkt die ganze Zeit was. Gucken wir uns mal an. Halte R2 gedrückt, um die Flasche zu nehmen. Ah, halt. Aha. Das trinken die also. Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Ich glaube, neben dem Granatombombe explodieren, der wird nie wach. Alter, war was. Ja.
siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm 2 Uhr ins Gästezimmer, Mike XX. Oh mein Gott! Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Ich hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Benutze den Stick, um was auszuwählen. Achso. Andere suchen Josh wecken. Nimm den. Josh! Josh! Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Han. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. Sicher oder schnell? Ich kann mich mal wieder nicht entscheiden. Ich hasse sowas. Komm, wir nehmen es sicher. Wenn wir unsere Schwester suchen, aber wir müssen trotzdem auf uns auch noch achten. Geräusch folgen, Fußspuren folgen. Die Fußspuren. Ups. Sagen, das war ein Fehler. Ups. Scheiße! Fuck! Shit! Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Ja, in so einem Schneesturm jemanden zu suchen, ist... Alter! Erschreckt mich doch nicht so, Zipfelklatscher! Hallo? Hallo? Halt, da war was. Autsch! Okay.
Alter. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah, Sir? Entscheidung beruft sich darauf, ohne meine Schwester gegen uns zu bringen. Ganz einfach. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Ein Haus und eine Vogelscheuche. Und ja. Fühlt jetzt nichts Besonderes. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Na, ich würde eher sagen nervös. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Ich verstehe, verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Klar. Ha. Und was, wenn ich dir sage, dass es in der Hütte spukt? Da hätte ich Angst. Ah.
Ah, okay, okay. Ich sehe, du leidest unter einer sehr starken Angst vor dem Übernatürlichen. Verborgen hinter dem Schleier des Todes ist letzten Endes das absolute Unbekannte. Meinst du nicht? Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Bitte denk immer dran. Dies ist nur ein Spiel. Ach, die Zeit ist leider um für diese Sitzung. Wir sprechen uns bald wieder. Okay? Na, wenn's sein muss. Die Sitzung hat mir gerade gar nichts gebracht. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Penny Klein, die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorne. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah! Musik.
Ist ja toll, dass man hier so alleine ist. Sam, Hannas beste Freundin, gewissenhaft, umsichtig, abenteuerlustig. Hallo? Ist jemand hier? Wenn der mir anzeigt, irgendwelche schimmernden Objekte, müssen ja hier welche rumliegen. Na, wahrscheinlich meinen sie das damit. Oh, was? Das Tor ist kaputt, klettere rüber, Chris. Läuft ja. So, dann klettern wir hier hoch. Natürlich sicher. In der Nähe, so. Hast du ja nicht gemacht, so eine kleine Mauer hochzuklettern. Kleines Kerlchen? Hast du Hunger? Hä?